Morgen, Freunde. Wir sind wieder unterwegs und zwar geht es heute nochmal zu dem Acker von letzter Woche. Ihr wisst ja, die Wälder sind fast alle besondelt. Natürlich würde man noch Sachen finden, aber jetzt immer weniger. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal auf den Acker und hoffe auf schöne Funde. Ich nehme euch natürlich mit und hoffe, dass ihr interessiert seid und dass es euch ein wenig Spaß macht. Ob wir Funde finden, wissen wir nicht, ist klar. Aber jetzt fahren wir noch 2-3 Minuten, dann sind wir da. Ja, dann würde ich sagen, bis zum allerersten Fund. Bis gleich. So, Freunde, hier sind wir wieder auf dem Acker. Ihr kennt ihn ja schon. Es ist noch relativ früh. Da vorne ist noch alles neblig. Eigentlich sehr, sehr schön. Schaut. Da hat es ganz viele Windräder auch. Ja, schöne Gegend hier. Und den Acker, wie gesagt, kennt ihr. Und ich melde mich auf alle Fälle beim allerersten Fund. Bis gleich. Ja, Freunde, und der Mond ist auch noch am Start. Auf jetzt! Und der erste Fund, ein Nagel. Und nochmal einer. Staniolpapier. Noch einer. Ja, Freunde, und da haben wir es wieder. Das Loch mit Eisen außenrum. Aluminium. Scheiße. Nochmal Alu. Und hier haben wir den nächsten Fund. Auf alle Fälle interessanter als die Schrottfunde. Aber was das jetzt war, schwer zu sagen. Ich würde sagen, es besteht aus Bronze. Aber beschwören möchte ich es nicht. Ja, was das war, wie gesagt, kann man nicht sagen. Auf alle Fälle interessanter als die anderen Funde. Und der erste Oberflächenfund, eine dicke, fette Schraube oder Bolzen. Nein, es wird wohl eine Schraube gewesen sein, wo aber das Gewinde abgerissen oder abgeschnitten wurde. Ein Stückchen Blei. Ja, was ist denn schon dabei? Nochmal ein Stückchen Blei. Und nochmal. Boah, was ist denn hier los? Jetzt habe ich schon wieder ein Stück Blei gefunden. Alles voll hier. Verstehe ich überhaupt nicht. So ein Scheiß, Mensch. Gibt immer so ein tolles Signal. Und man muss es halt graben. Ich will es nicht ausblenden, weil es könnte ja auch ein schöner Fund sein. Naja, gut. Also nochmal Blei. Eine Aluschlampe, hätte ich fast gesagt. Aber es handelt sich um Aluscheiß. Und ein Schraubus-Verschlussus, heute in Silber. Ja, Freunde, und hier haben wir den ersten halbwegs guten Fund. Und es handelt sich um eine Musketenkugel, die allerdings schon etwas getroffen hat. Das sieht man an der flachen Stelle. Da, wo sie eingedatscht ist, da muss sie was getroffen haben. Aber immerhin, der erste gute Fund, relativ gute Fund, eine Musketenkugel. Und hier tut er, der Pinpointer. Dann wollen wir mal schauen, was sich hier befindet. So großartig waren ja die Funde bis jetzt nicht. Ups, da ist es drin. Oh, hier, schaut, wie schön. Nochmal eine Musketenkugel oder aber auch eine Pistolenkugel, eine große oder eine kleine Musketenkugel, egal. Trotzdem toll, die zweite. Ich freue mich. Klasse. Ja, Freunde, und hier sitzt der Fund drinnen, schaut. Und es handelt sich wieder mal um einen Vogelring, würde ich sagen. Den wir jetzt hier mal auspacken. Ja, ein Vogelring von 1920,
62. Haben wir das letzte Mal auch schon eingefunden. Die finde ich hier öfters. Eigentlich ganz witzig. Ja, und in diesem Klumpen hier muss der Fund drin sein. Zumindest behauptet das der Pinpointer. Dann wollen wir mal schauen. Alles nicht so einfach mit einer Hand. Ah, guckt euch das an. Das sieht aus wie eine Münze. Und ein Wurm. Der Wächter der Münze. Schaut. Nein, es ist ein Knopf. Es ist keine Münze. Aber immerhin, hier auf dem Acker, ich bin wirklich freudig überrascht, kann es nicht anders sagen. Boah, der ist sogar vergoldet, wie ich das sehe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Schimmert gülden. Also ich kann es sehen, ob man das jetzt hier sieht, weiß ich nicht. Da reibe ich jetzt auch nicht rum. Der kommt so, wie er ist, ins Coinpad und wird zu Hause sauber gemacht. Oh, wie schön, Mensch. Ein Knopf und auch noch ein recht hübscher, glaube ich. Prima. Und hier haben wir, naja, ein Nagel ist es nicht. Irgendein Metallstück. Und es ist beschriftet. Mal sehen, ob ich es hier im Schatten irgendwie besser zeigen kann. Da kann man sehen, Kuhn steht drauf. K-U-H-N. Ja, aber was das jetzt ist, keine Ahnung, irgendein Fragment von irgendwas. Welches wohl der Familie Kuhn gehört hat. Una Patrocinski und Noane. So, Freunde, und hier haben wir ein 74er, 72er, 75er Signal. Ja, auf alle Fälle springt's. Und das graben wir auf alle Fälle. Es muss hier irgendwo sein. Und da schauen wir mal, um was es sich handeln könnte. Immer so schwierig jetzt mit dem Kabel von dem Kopfhörer. Etwas nervig das Ganze. So, Freunde, hier muss es drin sein. Hier zumindest meldet sich der Pinpointer. Pinny schlägt zu. Und da wollen wir mal graben. Und gucken, was sich tut. Aha, hier vorn muss es sein. Hier zumindest brüllt Pinny auf. Aber wo? Oh, da ist es. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wahrscheinlich nicht so ganz. Egal, hier eine Münze. Und zwar eine D-Mark, also keine D-Mark aus der D-Mark-Zeit.
10 Pfennig, glaube ich. Ein bisschen schwer zu sehen. 2 Pfennig. Mensch, klasse. Ein nettes 2 Pfennig Stück. Ja, ein 2 Pfennig Stück aus der Bundesrepublik Deutschland. Datum kann ich jetzt gerade nicht sehen. Werde ich euch aber einblenden nach dem Saubermachen. Und da muss es drin sein. Man hört es genau. Ja, da müssen wir. Oh nee, oder? Das. Ja, das ist es tatsächlich. Ein Fitzelchen Aluminium oder Staniolscheiß. Schade eigentlich. Ja, Freunde, und hier handelt es sich vermutlich um ein Fragment einer Uhr. Die verrottete Klinge eines Balkenmähers. Kupferdraht. Und da fliegen die Greife immer auf der Suche nach Nahrung. Sieht man natürlich schön hier auf dem Acker. Besser als im Wald, ganz klar, muss ich zugeben. Und ich muss auch zugeben, dass tatsächlich einige Funde auf dem Acker sind, sogar bei mir. Aber jetzt suchen wir noch ein bisschen weiter. Und Blech. Ja, Freunde, und hier ist das nächste Signal. Und da graben wir natürlich. Oh, ich sehe es schon. Jo, halla. Da ist es. Könnt ihr das von da aus sehen? Da steckt es drin. Aber es ist keine Münze. Keine Ahnung, was das ist. Doch, es ist eine Münze. Ein Franc? Hä? Es ist eine Münze auf alle Fälle. Ein Franc 1861. Na, das ist ja ulkig. Doch, ein Franken ist es. Ja, Ebrechtsham. Und das war irgendwo dran. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ein Franken. Da ist das Schweizer Kreuz. Könnt ihr es sehen? Ich weiß es nicht. Egal, nach dem Saubermachen. Mensch, das ist vielleicht sogar Silber. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich brech zusammen. Wie genial. Ist ja auch schon wieder so lange her, dass ich Silber hatte. Boah, was ist das für ein geiles Teil hier. Naja, ich zeig's euch dann nochmal nach dem Saubermachen. Hier auf dem Acker. Ich bin ganz fertig mit der Welt. Hallo, hallo. Ich werde noch zum Ackergänger. Ich glaub's ja nicht. Ein Fragment eines Hufeisens. Ja, und da liegt's. Kaum zu sehen. Und ich glaube, es handelt sich wieder um ein Bruchstück einer Glocke. So wie wir das letzte Mal auch Bruchstücke gefunden haben. Ja, sieht fast so aus, denn die Wandung ist auch rund, leicht gebogen. Ja, vermutlich ein Stück von einer Glocke. So, Freunde, und hier haben wir einen der letzten Funde. Hier ist er drin. Und ich glaube, es handelt sich um ein Fragment einer Schlitzrose, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Schaut, sieht genauso aus. Gut, kann auch was anderes sein. Natürlich irgendeine Applikation, irgendein Anhängsel von einer Pferdebronze, von einem Pferdegeschirr, ganz klar. Aber irgendwie macht schon so ein bisschen den Eindruck nach einer Schlitzrose. Mensch, das ist ein hübsches Fragment, klasse. Na, ich werde immer überzeugter vom Acker. Hammerhart?
Hätte ich nie gedacht. Ja, Freunde, das war's schon wieder. Wir haben ja richtig gute Funde gemacht heute. Ich bin ganz fertig, auch vom letzten Mal schon, da wir tatsächlich auf dem Acker fündig werden. Und heute sogar, ich glaube, Silber. Das muss ich jetzt aber erst noch mal zu Hause angucken. Aber ich bin mir fast sicher, dass es ein Silberfranken bzw. ein halber Silberfranken aus der Schweiz ist, was ich sehr seltsam finde hier. Aber gut, vielleicht waren auch die Schweizer hier unterwegs, weiß man's. Denn auch die Schweiz hat ihren Reiz. Ja, Freunde, langer Rede. Jetzt fahren wir nach Hause, jetzt fahre ich nach Hause und mache die Funde schön sauber und werde sie fotografieren und dem Video beifügen, wie immer halt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch eine schöne kommende Woche. Die Ferien sind ja jetzt leider weitgehend vorbei. Und ja, eine schöne Woche und alles Gute wie immer. Passt schön auf euch auf. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zu meinen Begleitern gehört, wenn es heißt, mit Sockel Andi unterwegs. Haut rein, Freunde, macht's gut. Tschüss.